Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von House Flippers. Es ist immer noch eine Nachsynchronisation. Ist natürlich ein bisschen Mist, aber naja. Ich habe ja überlegt, vor der Treppe wollte ich ja was machen. Ich habe überlegt mit Sand, mit Kies, mit Stein. Also nicht mit diesem Steinplan, wie ich jetzt mache. Aber das war halt das Endresultat. Ich wollte eigentlich so Steine komplett ringsherum machen, so als Weg. Und dann in der Mitte tatsächlich Sand. Da habe ich mir so gedacht, nein. Also habe ich jetzt mir so überlegt, ich mache hier die großen Steinplatten hin. Und zwar auch so nah wie möglich aneinander. Mein Problem jetzt nur gerade ist, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das aufgenommen habe. Ich habe mir das Video einmal angeguckt, aber ich hoffe, dass das gereicht hat. So. Ja, da tüftel ich rum, wie ich die Steine am besten drehe, lege, wende. Ja, der passt nicht. Der passt nicht. Versuch's nicht. Lass es. Na? Ja, jetzt. Genau. Genau. Ja, pack ihn. Ja. Finde ich eigentlich mit ziemlich schön. Und ich werde auch da rasen lassen. Weil es passt einfach, weiß nicht. Und da nochmal Kieselsteinchen oder sowas hinzupacken, habe ich mir so gedacht, nee. Was ich mir dann aber noch überlegt habe, ist, dass das hier... Es muss anders, es muss was anderes her. Und da habe ich mir so gedacht, pff, warum nicht? Ich finde die Steine einfach nur geil, würde ich auch in Wirklichkeit sogar machen. Ja. Weil es ist ein schöner Weg. Vor allem natürlich sieht er aus. Das ist ja das aller geilste. Ich meine, dass daher ich den Boden so ein bisschen komisch habe, weiß ich nicht. Weiß nicht. Ja, genau. So, wie diese Steinchen hier, habe ich gedacht. Aber, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich das nochmal ändern, aber momentan nicht. Momentan noch nicht. Gut. Dann werden wir es hier mal unter dem Zelt ein paar Möbel hinstellen. So. Gut, das müssen wir natürlich in weiß machen, weil da entsteht auch schon alles in weiß. Jetzt gucke ich mal kurz, ob es einen größeren Tisch gibt, nicht für so einen kleinen. Ah. Gucken. Nee, auch klein. Dann nehmen wir doch den. Blaue Platte, weißer. Weißes ringsherum. So. Zack, zack. Zwei müssten reichen. Ah, müssen tatsächlich noch ein bisschen nach links. Muss ich dann nochmal machen. Aber ich glaube. Da habe ich sogar was gemacht. Nee. Da soll noch mal gucken. Genau, ja. Ja. Viel besser. Habe ich überlegt, aber dann würde man nicht mehr durchkommen. Und dahin geht das auch nicht, weil wegen dem Steinweg. Ja. Da habe ich auch lange rumgetüftelt. Und so sieht schon mal sehr geil aus, muss ich sagen. Aber drei Plätze ist ein bisschen wenig. Und so zwei Tische ist auch ein bisschen wenig. Deswegen kommen da nochmal zwei daneben. Na, da am besten hin, aber es geht nicht.
Wieso, weiß ich leider nicht. Es ist eigentlich nichts da, aber ja, versuche ich mal mit dem Tisch, wo man den hinstellen kann. Gleich. So, weiß. Nehmen wir halt den alten. Oder den runden, den fassrigen. Keine Ahnung, wie man das sagen könnte. Ja, doch, das passt. Das sieht ganz gut aus. So. Da würde ich jetzt aber noch mal gerne davor ein paar Stühle haben. Oder Sessel oder so. Ja. Ja, gut, achso, da habe ich mich ja noch aufgeregt, warum das denn nicht weiter in die Ecke passt. Stimmt. Fast vergessen. Genau, da zwei schöne Sessel hin. Mal gucken, was da so gibt. Oh, Hängeholz. Da muss ich auch noch mal gucken. Ja, das wollte ich eigentlich schön dann eine größere Sofa-Ecke hinmachen, aber... Ich habe tatsächlich gerade Ideen. Die habe ich, wenn ich spiele, nicht. Ja gut, so eine Biergarnitur, wie man das nennt. Nee. Einfacher Tisch. Sowas muss ich sein. Wir haben ja im Spiel immerhin 208.239. Da passt er leider auch nicht in die Ecke, obwohl man den komplett ranstellen könnte in Wirklichkeit. Aber eigentlich ist der auch viel zu groß. Vor allem ist der lang. Irgendwie ist er lang. Und deswegen weg damit. Schau ich 208.185? War das so teuer? Hoppla. Ja, nimm den mal. Verdammt, hab ich ihn genommen? Mist. Ja, die nehme ich jetzt, ne? Ja, die nehme ich. Sieht doch gut aus. Genau davor. Zwei nach hinten. Oder ein paar mehr. 4, 5, 12. So. Ja. Gut. Ich laufe drüber. Die anderen laufen hoffentlich zwischendurch. So. Jetzt brauche ich nochmal einen Beistelltisch. Für den Grill. Einen kleinen. Der sieht schon mal schön klein aus. Und er ist mega groß. Ja, manchmal täuscht das echt. Ist echt gemein. So. Sieht auch mega groß aus. Oh, der ist aber klein. So, nochmal. Anderes Holz. Genau. So, der kommt hier in die Ecke. Dann drehe ich den nochmal. Ja. Kleiner Schnippeltisch. Das passt eigentlich auch ganz gut dahin. Ja. Nochmal richtig hinstellen in die Ecke weiter. So, wie weit geht das? Ach, naja. Ein bisschen. Aber ein bisschen ist immer mehr. Oh, jetzt muss ich den Tisch nochmal nach hinten. Oh, falsche Platte. Nach ein nach hinten. Na, ich wollte gerade sagen. Ein nach hinten. Ja. Perfekt. Ah, der Grill, ja, doch, so ist gut. So kann man stehen lassen. Jetzt mal angucken von weiter weg. So alles mal. Ja. Kann man mit der Kamera fliegen? Nö, leider nicht. Ich dachte, man kann irgendwie hochfliegen. Von oben so ein kleines Foto machen. Naja. Nee, man kann gar nichts machen. Ziemlich schade. Sieht es bei den Nachbarn drüben aus? Oh, die haben Hochrasen.
nicht Hochwasser, Hochrasen. Schade. Aber dafür sieht unser hinterer Garten, unsere Terrasse schön aus. Da fehlt jetzt noch einiges. So. Wie wär's mit Bäumen? Pflanzen? Allgemein? Ich komme gerade wieder rein. Ich weiß nicht, jetzt gerade, was ich sogar gemacht habe. Championbaum. Shampoobaum, keine Ahnung. So, was ist das? Ha. So, kommt hier weiter in die Ecke hier. Genau. Rein damit. Loch buddeln. Buddel. Baum rein. Zudecken. Bewässern. So, was ist das? Sieht aus wie eine Pfirsich. Also ein Pfirsichbaum wäre cool. Gut. Oh, tropisch. Palme. Wie sieht eine Palme aus? Aha. Okay. Also ist das eher so ein Palmbusch. Schade, ich hatte eine richtige Palme. So. Nutz. Ich brauche Erde. Damit ich was einpflanzen kann. Wie kriege ich eine Erde? So, ist das hier irgendwie drin? Nee. Huh. Erde? Gibt's auch nicht bei... Ich möchte jetzt nicht zu viel sagen. Ich weiß ja genau gar nicht jetzt, was ich dann noch alles gesucht habe oder wie ich gesucht habe. Genau, hier bei Decken. Genau. Nee, doch nicht. Erde gibt's nicht. Erdnussbutter. Okay. Müssen wir so einen Erdboden-Ding nehmen mit Stein. Besser wie auf den Rasen. Oh ne, lachende Erdbeere ist was anderes. Wir brauchen Erdbeere. Erdbeere-Pflanze. So, drehen. Oh, da war grün. Ah, da. So. Drehen. So. Und wieder. Ah, hier wieder nicht so. Doch. Da, ja. So. Naja, schön sieht das jetzt nicht unbedingt aus. Mal gucken, ob es hier noch was anderes gibt. Irgendwie irgendwas. Ich blätter hier mal ein bisschen durch, so im Allgemeinen. Da ist noch was. Ach, ne, die gucken so hoch. Da, hier, ohne Steine. Kommen die nebeneinander so direkt? Ne, Mist. Ach, die Äpfel bleiben dran. Ja gut, wird das halt alles verkauft? Ja, mit den Äpfeln. Natürlich. So, nehme ich mir noch einen. So, am perfektesten wäre es, wenn wir das so hätten. So wäre perfekt und das groß machen, aber nö. Dann bauen wir uns hier einen kleinen Garten. Einfach erstmal ganz klein. Ah, muss nochmal einen zurück. So, und jetzt einen zurück. So, nee. So. Genau, so ist gut. So, da pflanzen wir jetzt Erdbeeren rein. So, Erdbeeren.
Hier wollen sie gar nicht rein, doch da. Nee. Ach, von weiter weg. Dreh, dreh, dreh. Achso, die müssen leicht hochbacken. Hoch irgendwas. So, die letzte hier. Weiß schon, was die andere Seite mache. Oh ja, und zwar. Gib doch einfach ein. Genau. Leckere Karottchen. So, immer drei weg. Eins, zwei, drei. Okay. Zwei, drei. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nein. Oh, schon wieder vertippt. Manu. Eins, zwei, drei. Drei. Ungefähr. Ich glaube, ich habe das sogar auch gezählt gehabt, aber irgendwie passt das doch gar nicht so manchmal. Aber na gut. So. Oh, da war noch andere. Ah, ich bin viel zu schnell bei dem Spiel. Ich müsste mal ein bisschen langsamer machen, merke ich gerade so. Aber jetzt habe ich hier eine geile Idee. Habt ihr schon gesehen? Und zwar nehme ich ein bisschen Borke. Ist auch gleichzeitig guter Dünger, würde ich sagen. So, den werden wir jetzt hier hinplatzieren. So. So, auch schick machen. So. So, oh, nee, wegwehen. Ist nicht so gut. Super. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, na, ja, doch. Doch, für den Anfang ist es eigentlich ganz gut. So. Jetzt guck ich mal nach. Ach ja, genau, da habe ich nochmal nach Erde geguckt. Ich wollte gerade sagen, hey, was? Ja, irgendwie. Erde gibt's nicht, leider. Sportdecke. Achso, so der Schaumstoff, wenn man runterfällt oder irgendwie, dass man weicher fällt wie in einer Turnhalle so ungefähr. Ja. So, kann ich hier nochmal Steinplatten hinpacken? Die kleinen. Genau. Noch hellere, genau. So. Die können sich drehen, wie sie wollen. So. Oh. Werde ich nochmal überlegen, ob ich die nicht lösche oder da lasse. Oder halt wieder verkaufe oder da lasse. Das sehe ich ja dann. Ja. Sieht eigentlich echt schick aus bislang. Ja. Ja, eigentlich schon. Wirkt. Es funktioniert. So. Mit der Treppe gefällt mir das immer noch nicht. So. Ganz. Aber jetzt würde ich gerne hier hinten vielleicht nochmal was Großes haben. Also was wirklich Großes. Wie wäre es mit einem Pool? Was gibt es denn für Pools? Zwei verschiedene. Mit unterschiedlichen Steinen. Jo. Ah, was soll. Nein, egal, wieder. Eingeben. Ah, das sind diese komischen Betonsteine. Nee. So, und das hier? Nee. Ich nehme den zweiten. Ja. So, den nehme ich in so einen helleren. Ja. Oder? Ja, doch, nehme ich da so. Kauf viel ein. Ups. Okay. Ich mal kurz gucken. Ich stelle mich mal anders hin. Nee, so auch nicht. Ich gehe nach hinten. Du. So, grün. Gut. Hin. Gucken. Hochspringen. Ja, kann so rein. So. Ah, ja. Oh. Gut. Da braucht man ein bisschen mehr zum Buddeln. Ein bisschen mehr Zeit. Aber, nö, dreimal buddeln und dann ist fertig. So, jetzt mal, mit Erde bedecken und vollfüllen.
Randvoll und doch viel voller. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ding. Cool. Oh, schön. Wo ich das aufgenommen habe, war es richtig kalt. Also in Wirklichkeit draußen. Und da habe ich, glaube ich, so richtig oh, gehabt. Glaube ich sogar. Doch, das war hier, glaube ich. So. Also an sich wirkt es doch ganz gut. Ja. So. Gucken. Ach, so spaßeshalber, kann man da irgendwie eine Brücke drüber bauen? Na, die nicht. Ja, ja. Ja, die ist lang. Gucken, spaßeshalber. Es funktioniert ernsthaft. Okay. Warum auch immer. So, wie gesagt, das wollte ich ja bauen. Ich hoffe, auch bei der Nachsynchronisation gesagt. Doch, das jetzt baue, doch habe ich. So, mal gucken. Hell, ich brauche helles Holz. Ja. Ich hätte vielleicht doch das erste nehmen sollen, aber ist ja jetzt auch egal. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo der wo Anfang ist hier. So. Und platzieren. Oh, zusammenbauen. Ich muss montieren. So, klick, klick, klick. Drück. Oh, Zäunchen. So, Dach. Schraube. 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 Viereck. Schraube. Schraube. Schraube und Schraube. Okay, jetzt nochmal. Noch mehr Träger, noch mehr Schrauben, noch mehr Dächer. So, noch mehr Schrauben. Was kommt der? Gockel? Oh, das Auge muss reingedreht werden. Stimmt, ja. Oh nein. Wieso auch immer der aus dem Auge reingedreht werden muss, aber ist lustig. Gut, ja, an sich schön groß. Oh, doch, ist eigentlich schick. So, da muss aber ein bisschen was rein. Ich habe da schon eine kleine Idee. Ja, doch. Wo war's? Hier? Doch, müsste hier gewesen sein. Ah, nee. Ah, da. Da, das kommt da rein. Hier. Ja, so, wie wirkt das? Na, so, jo. Ja, doch, das kann so. Aber da kommt nichts weiter rein. Nichts. Es bleibt so, wie es jetzt ist. Vielleicht nochmal 1, 2, 3, 4, 12 Stühle. Nee, glaube ich nicht. Ah, das sehen wir dann. Ja. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt doch nach oben. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.